Mit wie vielen Menschen aus der Ukraine wird jetzt in der Region gerechnet? Also wir erwarten, dass die Anzahl der Menschen aus der Ukraine ähnlich sein wird, wie dann die damals, die aus Syrien gekommen sind im Jahr 2015, 2016. Also wir denken, dass in Cottbus ungefähr 1500 Flüchtlinge aufgenommen werden und im Landkreis Spree-Neiße, wo wir auch für die Ausländerbehörde zuständig sind, knapp 2000 Leute. Wie werden die Menschen hier in Cottbus und im Spree-Neiße-Landkreis registriert? Also wir haben ja zwar ein vereinfachtes Asylverfahren über den § 24 Aufenthaltsgesetz, aber letztendlich müssen die Menschen biometrisch komplett erfasst werden über entsprechende Stationen. Und wir wissen halt, dass die Menschen, die jetzt zu uns kommen, traumatisiert sind, sehr viel durchgemacht haben. Wir wollen also versuchen, dass wir so wenig wie möglich die Belastung erhöhen und haben deshalb PIC-Stationen, so heißen die, eine beschafft für den Landkreis Spree-Neiße an unserer Zweigstelle und einen Cottbus haben, um die Menschen dort systematisch dann Schritt für Schritt in den nächsten Monaten zu erfassen und dann danach mit Aufenthaltstiteln auszustatten. Wie versucht die Verwaltung, die Registrierung der Menschen so effektiv wie möglich zu gestalten? Und wir wollen versuchen, dass aus den 4 Behördengängen, die eigentlich zu erledigen wären für die Leute, nur 2 wären im Endeffekt. Also wir brauchen das Stadtbüro als Meldebehörde, da muss eine Anmeldung erfolgen, da gibt es eine Datenübermittlung, wir brauchen Freigaben aus Eisenhüttenstadt für die Menschen und danach dann die entsprechenden Erfassungen in der Ausländerbehörde. Und wir wollen das sozusagen systematisch aufbauen, wir bekommen dann, informieren uns über die Betreuer, die es gerade für die Menschen noch gibt und wollen dann zu jedem Zeit, also in den nächsten Wochen dann Leute einladen, um das, wenn wir sie einmal im Bereich haben, im Stadtbüro haben, im Rathaus haben, im Landkreis, im Landratsamt haben, dass sie an einem Zuge mehrere Dinge gleich erledigen können. Welchen Zeitraum plant die Verwaltung für den Vorgang ein? In den nächsten 6 Monaten. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir über 1000 Menschen Cottbus erfassen müssen über die PIC-Station. Ein Vorgang vor und dauert zwischen 30 und 60 Minuten, also alle Fingerabdrücke abnehmen und so weiter und so fort. Das muss einfach sein. Müssen wir realistisch sein, ein halbes Jahr wird der Prozess definitiv dauern. Welche Pläne hat die Stadt für die pädagogische Betreuung ukrainischer Kinder? Und wir brauchen durch die große Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die mitgekommen sind aus der Ukraine, natürlich sehr viele Menschen, die Deutsch-Ukrainisch sprechen und Lehrer sind oder Erzieher sind. Und da haben wir mehrere Leute, die sich bereit erklärt haben, in diesem Bereich zu arbeiten. Und mit denen wollen wir beginnen, mit der ausländischen Bearbeitung, dass wir sie sofort mit den entsprechenden Titeln ausstatten, damit sie ihre Leistungen, die sie uns bringen, damit wir gemeinsam diese Krise managen können, gleich anbieten können.